Helmut Adami liegt das Handwerk am Herzen. Das alteingesessene Sula-Familienunternehmen Gebrüder Adami besteht seit fast 2 Jahrhunderten. Der Anspruch des traditionellen Handwerkerbetriebes ist es, Jagdwaffen in alter Sula-Tradition gepaart mit neuesten Entwicklungen für die Jagd zu fertigen. Helmut Adami ist stolz auf die Familiengeschichte und er weiß viel Historisches und Handwerkliches zu berichten in seiner Werkstatt im Windeweg in Suhl. Ganz kurz zur Einführung über unseren Handwerksbetrieb. Die Firma Gebrüder Adami, so wie wir heute unser Markenzeichen nennen, die Gebrüder Adami Jagdwaffen aus Suhl, besteht in der 7. Generation. Die jetzige Firma wurde gegründet von meinem Großvater und seinem Bruder 1921. Und davor die Vorfahren waren zum Teil auch Adami und dann von meiner Großmutter her war es Lützelberger. Und da habe ich eine wunderschöne Scheibenbüchse unten in der Auslage aus dem Jahre 1820. Also ich sage es immer spaßhalber, wir sind alter Büchsenmacheradel aus Suhl. Wobei ich die 6. Generation bin, mein Junior, der auch hier mitarbeitet, ist der 7. Der Großvater ist in den 20er Jahren mit einem Musterkoffer nach Frankreich, in die Schweiz, nach Belgien und überall hingefahren, um Waffen zu verkaufen. Ja, und von 49 bis 89 war es halt so, dass wir im Rahmen der Büchsenmacher Handwerksgenossenschaft unsere Gewehre verkauft haben, national und auch international. Wir waren aber trotzdem selbstständige Handwerksbetriebe und Mitglieder in der BÜHAG, der Büchsenmacher Handwerksgenossenschaft. Und nach der Wende hat nun jeder versucht, selbst seine Produkte wieder zu vermarkten. Manchen ist es gut gelungen, manchen weniger gelungen. Ja, die Produktpalette der Firma Gebrüder Adami umfasst eigentlich alles nach Sula-Tradition. Also wir sagen Kipplaufwaffen von der Einlauflinte über Kipplaufbüchse bis zum Vierling. Und das alles nach individuellen Kundenwünschen. Ich übertreibe das immer ein bisschen. Wir fertigen Waffen, so wie der Schneider den Maßanzug. Das verstehen die Leute immer am ehesten. Die zweite Geschichte ist ein umfangreiches Reparaturprogramm. Wir reparieren weltweit alles, was es an Jagd- und Sportwaffen gibt. Wobei man Sportwaffen schon eine ganze Menge einschränken muss, weil wir da einfach bei den heutigen Hightech-Geräten die nötigen Werkzeuge nicht immer vorhanden haben. Da sollte man wirklich in eine direkte Herstellerwerkstatt gehen für diese Waffen. Aber den jagdlichen Bereich können wir komplett abdecken. Zum Beispiel haben wir hier eine wunderschöne Doppelbüchse mit Seitenschlüssen. Die habe ich mal vor, glaube 15 Jahren gebaut für einen Kunden. Das sind Afrikatiere drauf. Das ist zum Beispiel ein Leopard und eine Antilope. Das ist ein wunderschönes Luxusschaftholz, was wir damals auch nach Maß gemacht haben mit allem drum und dran. Und hier war eine kleine Reparatur fällig. Da war am Ejektor, das heißt an dem Hebel, der die Patronen nach dem Schuss auswirft, eine kleine Ecke abgebrochen. Und das haben wir repariert. Und nun warten wir, dass der Kunde kommt und seine Waffe wiederholt. Ich freue mich immer darüber, wenn ich eben gesagt habe, die Waffe ist 15 Jahre alt. Sicherlich sind hier und da mal ein paar Kratzer dran. Ne? Aber man sieht im Allgemeinen, dass die Waffe sehr gut gepflegt worden ist, dass sie in ordentliche Hände gekommen ist. Und ich sage das immer auch ein bisschen überspitzt. Alle Waffen, die hier die Werkstatt verlassen, sind Produkte von mir, von unserer Familie. Und das sind wie kleine Kinder von uns. Und wenn ich die weggebe, am liebsten würde ich sie alle selber behalten, aber ich muss ja von irgendwas leben. Ich lebe vom Verkaufen. Und wenn man dann die Waffe so gepflegt wieder zurückkommt, das erfüllt dann auch ein bisschen mit Stolz. Der Lauf ist entscheidend für die Treffgenauigkeit. Ja. Der Lauf ist. Naja, nicht nur der Lauf, das ganze System, das Gewehr, das Innenleben des Laufes vor allem.
Im Matchbereich, sagt man mal, werden die Läufe extra ausgesucht. Und wenn Sie jetzt 100 Läufe fertig sind, die können Sie vermessen, elektronisch und sonst wie, egal. Die haben alle die gleichen Maße, Sie stellen keinen Unterschied fest. Und wenn Sie dann von den 100 Läufen Kontrollschießen und Schussbilder schießen, dann fallen eben 85 oder 90 Läufe von den 100 raus. Die kann ich zwar als Standardläufer noch verwenden, aber nicht für den Matchbereich. Wenn wir bei der ersten Waffe eine Doppelbüchse hatten mit zwei gleichkalibrigen Kugelläufen für die Treib- oder Drückjacht, haben wir nun bei der dritten Variante eine Büchslinde. Wir haben kombiniert einen Kugellauf für die Schalenwildjagd, Hochwildjagd und einen Schrotlauf für die Niederwildjagd. Und Sie sehen ja schon, das ist ein altes IP Sauer und Sohn steht da drauf. Das ist eine etwas ältere Doppelflinte gewesen und wir haben die nun auf Kundenwunsch umgebaut zur Büchslinde, neu geschäftet, einen neuen Vorderschaft dran, in Biberschwanzform, sonst sind die eigentlich schlanker, damit man das auch wunderschön greifen kann und schießen kann. Ja, der Kunde ist König, er wollte unbedingt seine alte Doppelflinte da verwirklicht haben und alles, was übrig geblieben ist von der alten Waffe, ist ja wirklich nur der Systemkasten. Wir haben vorhin schon mal über die individuellen Spezialanfertigungen gesprochen. Das ist ein sogenannter Waldläufer. Wir haben einen Schrotlauf und einen großen Kugellauf zur Bejagung, der Kugellauf für Schalenwild, Niederwild und einen kleinen Kugellauf hier oben angeordnet für Raubwild. Diese Waffe ist von einem Bankdirektor aus der Schweiz bestellt worden. Hier ist auch ein Krang Luxusholz dran, wenn Sie das mal angucken. Das ist auch aus dem Wurzelbereich. Der Chef, der hat damit sehr, sehr viel Arbeit, weil der Faserverlauf hier sehr schwierig ist. Er kann sein Schnitzmesser ansetzen, wie er will. Das Holz reißt einfach nach allen möglichen Enden aus. Ja, wir haben halt nun hier ein Drillingsschloss mit blinden Seitenplatten und den kleinen Kugellauf oben. Und im Vergleich dazu haben wir dann hier einen sogenannten Büchslinden-Drilling. Das ist von der Anordnung der Läufe eigentlich das Gleiche. Was ich eben so hatte, wo der kleine Kugellauf oben ist, habe ich halt jetzt hier einen Schrotlauf, einen großen Kugellauf, einen kleinen Kugellauf. Vom System her haben wir hier einen Seitenschloss-Drilling. Den hat ein Kunde aus Stuttgart bestellt. Das ist ja auch nicht unbedingt die ärmste Gegend. Und das ist so die hohe Schule der Büchsenmacherkunst. Wer so ein System machen kann, und das hier hat mein Junior gemacht, bin ich ganz stolz drauf, dass das so geworden ist. Die nächste Arbeit, die nun hier basiert ist, dass der Schaft dran gebastelt wird, das Schaftholz dazu haben wir auch irgendwo, das ist auch krank Luxusholz, da beißt sich der Chef dann die Zähne dran aus. Braucht er mit Sicherheit die dreifache Zeit als für einen normalen Schaft. Und damit Sie mal sehen, wie viele Teile hier drinnen in diesem ganzen Schlosswerk sind, haben wir nochmal identisch einen Seitenschloss-Drilling. Diese ganzen Teile, Systemkasten, Schlossblech, Seitenschlosse, Kleinteile dazu, das wird alles von Hand gefertigt und von Hand eingepasst. Und das befindet sich dann alles hier in diesem Teil. Gibt es schon noch einige Hochburgen. Es gibt eigentlich in jedem Land so eine Waffenstadt und Büchsenmacherstadt, wie das bei uns ist. Ne? Wenn Sie nach Österreich kommen, dann ist das Ferlach. Die arbeiten im Prinzip so wie wir Sula hier auch. Und als der Eiserne Vorhang dann ganz oben war, sind die bundesdeutschen Jäger halt nicht mehr nach Suhl gekommen, weil das einfach nicht möglich war. Die sind nach Ferlach gefahren. Und seit der Wende haben wir den Ferlachern natürlich nun wieder ein ganzes Stück von ihrem Absatz weggenommen. Wobei für uns, für die individuell hergestellten Waffen, Deutschland nicht mehr der Markt Nummer eins ist. Leider gibt es bei uns nicht mehr genügend Kunden, die Wert legen auf gute, teure, handwerklich gefertigte Waffen. Kommt natürlich dazu, dass sich das Renommee der Jagd ein bisschen gewandelt hat. Bis vor 20, 25 Jahren galt es auch unter der Managerriege, wenn du was erreichen willst, musst du mit zur Jagd gehen. Das hat sich mal ein bisschen gewandelt zum Tennis und nach dem Tennis zum Golf. Und jetzt ist es so, dass die Jagd ein bisschen wieder in den Vordergrund kommt.
wollen wir hoffen, dass wir auch ein paar Aufträge davon abkriegen. Ne? Ja, und europaweit, wenn Sie nach Spanien gehen, ist das die Gegend um Eibar. Wenn Sie nach Frankreich gehen, ist das die Gegend um Saint-Étienne. Wenn Sie nach England kommen, ist das Birmingham und London. Und so gibt es eigentlich in jedem Land eine spezielle Waffenhochburg. Wobei die teuersten Waffen der Welt werden nach wie vor in London gebaut, bei der Firma Holland & Holland. Das ist allein der Name schon. Und eine solche Doppelbüchse, ähnlich gefertigt wie meine, die kostet hier bei mir so zwischen 12.000 und 15.000 Euro in dieser Ausfertigung, wie die hier ist. Und eine Holland-Holland in ähnlicher Ausführung kostet halt 60.000 Pfund. Bei uns hat auch Glasfaser und Kunststoff Einzug gehalten. Und es werden natürlich viele, viele Kunststoffschäfte auch gemacht für reine Serienprodukte. In meinem Metier hier werde ich nie eine Waffe mit Kunststoff bauen. Das widerstrebt mir, also das wäre schlimm. So, was ich hier im Augenblick zusammenbastel, das ist eine Kipplaufbüchse nach ganz speziellem Kundenwunsch mit einem achtkantigen Lauf. Ich hoffe, die Kamera bringt das auch so rüber. Das ist so, früher hat man gesagt, die Herrenwaffe. Wenn ich jetzt auf einen großen Geweihten, auf einen großen Hösch gehe, dann muss ein Schuss und der muss hundertprozentig sitzen. Und das hat man mit einer solchen Kipplaufbüchse getan. Und der Mann ist auch aus der Schweiz, der hier in Deutschland die Ländereien von seinem Großvater zurückgekauft hat, nicht unbedingt minder bemittelt ist. Und dann hat er ein Gewehr für sich bestellt, das ist diese Kipplaufbüchse, und ein gleiches mit einem bisschen kürzeren und leichterem Schaft für seine Frau, die auch mit jagt. Ja, wollen wir versuchen, dass wir es wieder zusammenkriegen, ne? Es ist halt auch wichtig, dass das Oberteil mit dem Unterteil dann alles wieder zusammenpasst und alle Hebel funktionieren. Bei dieser Kipplaufbüchse haben wir eine sogenannte Kombispannung. Das heißt, ich kann mein Schloss von Hand spannen. Ich habe es aber auch als Selbstspanner, dass es beim Abkippen des Laufes einfach wieder spannt. Da müssen wir gucken, welche die richtige Schraube ist. Das ist die rechte Seite und die rechte Seite hat dann immer einen Strich. Und so weiß der Büchsenmacher, was rechts und links ist. Und wenn Sie sich unsere Einstriche angucken an den Schrauben, die sind alle etwas schmaler als bei den Schrauben aus dem Baumarkt. Deshalb hat auch jeder Büchsenmacher sein Spezialwerkzeug, was vorne scharf ist wie ein Meißel. Und das ist auch spezieller Stahl, der dann auch sich nicht verbiegt und nicht ausbricht. Der muss gerade so die richtige Härte haben, dass er funktioniert, dass man eine Schraube richtig fest anziehen kann. So, nun brauchen wir den Abzugsbügel noch. So, und wenn Sie sehen, haben wir ja verschiedene Schraubenköpfe und für die entsprechenden Schraubenköpfe habe ich dann auch immer entsprechende Schraubenzieher. Das ist zum Beispiel ein Schraubenzieher, den ich mir in der Lehrzeit gebaut habe und das war 1967, 68. So alt ist der schon. Ist zwar nun inzwischen ein bisschen kürzer geworden, weil man immer wieder anschleifen muss, aber er funktioniert halt immer noch. Den Systemkasten und das Schlossblech mit dem Schaft verbunden. Und dazu haben wir dann die Seitenplatten eingeschraubt. Die Seitenplatten sind eigentlich nur wegen der Gravur, dass ich etwas mehr Gravur dahin bringen kann. So, und dann haben wir den Schaft festgeschraubt, den Abzugsbügel dran geschraubt, der im Prinzip den Abzug schützt. Was anderes ist das nicht. Und nun können wir unseren Lauf einhängen, den wir ja vorhin schon angeguckt haben. Hängt den Lauf ein und macht den Holzvorderschaft dran. Nun ist das Gewehr eigentlich schussbereit. Also hier haben wir jetzt meine Traditionsvitrine, mal ganz einfach gesagt. Fangen wir ganz unten an. Das ist eine Urkunde von der Deutschen Schießmeisterschaft. Die hat mein Großvater damals gewonnen in Bronze 1924. Mit einer selbstgefertigten Büchse natürlich. So, und das sind meine Vorfahren. Von der großmütterlichen Seite her hatten wir schon mal drüber gesprochen. Stefan Lützelberger, die Waffe wurde etwa gebaut um 1820. Das ist eine Perkussions-Vorderlader-Scheibenbüchse mit einem ordentlichen Diopter.
Und die zweite können wir auch mal rausnehmen. Die ist etwa um 1860 gefertigt. Das ist eine Büchslinde, ein Kugellauf, ein Schrotlauf mit Ladestock, also auch mit Perkussionszündung, wurde dann hier ein Zündhütchen aufgesteckt und beim Abschießen wurde das gezündet und ist dann nach innen gebrannt und hat das Pulver da drinnen gezündet, sodass die Kugel dann aus dem Lauf flog. Und dann ist es mir Gott sei Dank gelungen, so um 1990, 91 rum, diese schöne Bockbüchslinde zurückzukaufen. Die hat mein Großvater und sein Bruder 1941 gefertigt und die Waffe war immer verschlossen und ist ohne große Aufarbeitung fast in diesem Zustand geblieben, auch mit diesem alten Zielfernrohr. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich die Waffe wieder in meinem Besitz habe. In dieser Vitrine haben wir Waffen aus der eigenen Herstellung. Und wir haben ja vorhin da oben eine Kipplaufbüchse mal zusammengeschraubt, in einem weiß fertigen Zustand. So haben wir sie hier im fertigen Zustand, allerdings ohne die Seitenplatten. Zwar auch ein wunderschönes Schaftholz dran, aber eben noch kein Luxusholz wie an der anderen oben. Die Gravur ist auch sehr schön gemacht, schön ausgearbeitet, aber bei der anderen haben wir dann noch Seitenplatten drauf, wo man einfach mehr Platz für die Gravur hat. Die Kunden, die hier eine Waffe kaufen bzw. bestellen, sind Jäger aus der Region, aus ganz Deutschland und auch Besucher, die aus dem Ausland hier sind. Wir arbeiten ja hier sehr eng zusammen, zum Beispiel auch mit der Schießsportanlage und mit dem Waffenmuseum. Und so kommen halt zu jeder Schießveranstaltung, die auf dem Friedberg ist, auch interessierte Jäger und Sportschützen hierher und gucken sich das an. Kaufen nicht unbedingt, aber sie gucken sich zumindest mal an. Ehe sich ein Jäger eine solche Waffe bestellt oder kauft, vergehen meistens viele Jahre. Ich freue mich halt immer, wenn ich von meinen Kunden dann eine Rückmeldung bekomme. Hier haben wir ein schönes Fotoalbum, wenn wir das einfach mal durchblättern wollten. Hier sind sehr, sehr viele Kunden drin, die Gewehre bei mir gekauft haben und mir dann entweder Fotos von ihrer Waffe mit einem Jagdglück oder überhaupt ein Foto schicken. Wenn Sie das mal angucken, das ist eine meiner schönsten Waffen gewesen. Das ist seine königliche Hoheit Friedrich Herzog von Württemberg. Und wir haben noch heute einen sehr, sehr guten Kontakt. Und das freut mich dann, wenn man von einem solchen Mann auch ein Dankschreiben kriegt, dass er zufrieden ist mit seiner Waffe. Und das verewige ich dann in diesem Album. Und dieses Album nehme ich auch mit zu allen Messeveranstaltungen. Und viele Kunden sind dann auch ganz einfach begeistert und viele Kollegen sind dann auch ganz einfach neidisch. Und wenn Sie mal hier schauen, hier habe ich einen Kunden, der sicherlich sehen Sie es an der Wildart, schon ein größeres Kaliber geschossen hat. Der hat eine 470 Nitro Express bekommen von uns und geht halt sehr viel in Afrika zur Jagd.